Wir haben wieder eine quadratische Gleichung gegeben, die nur ein x² enthält. Das bedeutet, wir lösen diese Gleichung erstmal nach x² auf. Also wir bringen die 20 auf die andere Seite. Dann hätten wir minus 1/4 x² gleich minus 16. Und die minus 1/4, die bekommen wir weg, indem wir die Gleichung mit minus 4 multiplizieren. Dann hätten wir x² ist gleich minus 16 mal minus 4. Das ergibt 64. Und jetzt können wir die Wurzel ziehen. Plus, minus, wieder ganz wichtig, die Wurzel. Und dann erhalten wir für x1 einmal plus die Wurzel aus 64. Das wäre 8. Und für x2 minus die Wurzel aus 64. Und das wäre minus 8. Also unsere Lösungsmenge für unsere Gleichung ist in diesem Fall minus 8 und 8.